Guten Morgen. Lyrik im Epochenwandel. Das hört sich ja interessant an. Und man fragt sich natürlich immer, wozu soll ich das denn wissen? Zumal im Abitur, wenn Zentralabitur jedenfalls abgefordert wird, dann spielt die Epocheneinordnung eigentlich keine Rolle mehr. Sie ist nicht mehr in der Aufgabenstellung enthalten. Trotzdem ist es nicht schlecht, wenn man bestimmte Epochenlinien kennt, damit man die Thematik und vielleicht auch, wie ist es dazu gekommen zu dieser Sichtweise, besser einordnen kann. Es ist also meiner Meinung nach, das nehme ich gleich mal vorweg, kein unnützes Oberstufenwissen, sondern das ist sinnvoll und manchmal eben auch sehr hilfreich, wenn man etwas wirklich beurteilen soll und nicht nur so persönlich, ja, finde ich gut oder schlecht oder so. Schauen wir uns das mal an. Was hat das Thema Lyrik im Epochenwandel denn mit diesem Bild zu tun? Ja, Sie sollten kurz oder ihr solltet kurz eure Ideen dazu notieren, was denn dieses Bild mit Lyrik im Epochenwandel zu tun hat. Außer, dass es natürlich ganz klar Abiturienten sind, die sich etwas verkleidet haben. Und das natürlich Abitur und Abitur passt zusammen, aber es soll eigentlich mehr inhaltlich sein. Die Antwort gebe ich jetzt nicht. Ihr oder Sie haben das ja kurz notiert und da können wir nachher noch mal drauf eingehen. Man sieht schon, dass da oben abiturrelevante, epochale Strömung steht und nicht mehr Epoche. Es ist einfach so, dass man zu im Prinzip jederzeit ein Gedicht aus einer anderen Epoche, also mit einem gedanklichen Schwerpunkt aus einer anderen Epoche schreiben kann. Man tut es meistens nicht, weil das eben doch auch in einem bestimmten zeitlichen Kontext steht. Und ihr wisst ja auch, dass die epochalen Strömungen sich manchmal überlappen, wie zum Beispiel Klassik und Romantik. Das ist eigentlich nicht von der Zeit sozusagen zu trennen. Deshalb lieber epochale Strömungen, das sind so eben die Hauptgedanken in der Zeit. Es gibt auch immer Gedichte, die anders sind. Eingeklammert ist da schon mal Barock. Damit fängt man in der Oberstufe ja oft an. Dieses 30-jähriger Krieg, Tod, Jenseitsglaube. Das ist eine Epoche, die im Abitur normalerweise nicht drankommt, weil es eben sehr eng vorgefasste Meinungen sind über Religion, die heute vielleicht einige auch noch haben, aber die man nicht mehr als Zeitgeist betrachten kann. Die sind einfach zu eng gefasst. Vergänglichkeit und so. Gryphius sagt vielleicht jedem etwas. Die Aufklärung, eigentlich auch überhaupt keine Lyrik-Epoche, da gibt es eben so revolutionärere Gedichte, die sich eben mit der Gesellschaftsordnung befassen, kritisch natürlich. Auch die, es ist eigentlich die Geburtsstunde des Subjekt, der Subjektsicht, kommt eigentlich nicht dran, ist auch eng gefasst. Sturm und Drang, da wird es schon lustiger, zumal Goethe und Schiller da ja sehr aktiv waren. Sturm und Drang, eben dann das Subjekt im Vordergrund in seiner, ja, ich bin der Herr der Welt. Was das für Einzelaussagen gibt, werden wir dann noch sehen. Klassik, klar, auch nochmal Goethe, Schiller, nicht nur, aber eben auch. Romantik sagt jedem etwas, immer ein Schwerpunkt in der Oberstufe, Realismus. Eigentlich eher Mittelstufe, aber im Realismus werden doch Gedichte geschrieben, die einen so Mörike oder sowas, die dann schon so da reingehören in den Realismus oder auch Fontane, Storm, die in ihrer Bildhaftigkeit, und dies sind eben keine Metaphern, sondern eben tatsächlich Bilder, auch für die moderne Lyrik viel beigetragen haben. Man sieht schon, dass da jetzt so ein Absatz ist. Die Moderne, mit der Auflösung des festen Ich-Standpunkts, wer bin ich eigentlich? Und die Postmoderne, dann nochmal eine Steigerung dazu, die unterscheiden sich doch schon deutlich von den Epochen davor, die wenigstens immer noch zentral einen Standpunkt versucht haben. Ah, so bin ich. Man kann mich charakterisieren. In der Moderne nehmen wir mal so Kafka als Extrembeispiel. Ja, da kann man mich gar nicht mehr charakterisieren. Ich bin entweder eine Kakerlake oder nicht. Das war jetzt aber keine Lyrik. Nochmal zusammengefasst. Es gibt keine klare zeitliche Trennung. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, so, oh, das Gedicht ist von 1850, das muss Klassik sein. Sondern man kann so eine Art
Schwerpunkt der Aussage. Man muss dann eben über den Inhalt gehen, zu welcher epochalen Strömung gehört das. Jederzeit ist jede Epoche möglich. Also wenn ich jetzt sehr religiös bin und glaube, dass im Jenseits meine wahre Belohnung liegt, kann ich auch heute noch ein barockes Gedicht schreiben, kein Problem. Aber das ist sicherlich nicht die Hauptströmung, die unsere Gesellschaft so vorgeben würde. Da wären wir eher kritisch. Keine Strömung ist ohne die vorangehenden möglich. Das heißt, es gibt Übernahmen, Zitate, Variationen, besonders auch in der Moderne und Postmoderne, viele Rückgriffe auf beispielsweise die Romantik, wenn man sich Huchel-Gedichte anguckt. Da kann man eben sagen, wie spielt er damit? Was will er damit sagen? Will er das negieren? Will er sagen, das geht so nicht oder das ist heute nicht mehr gültig? Oder will er eben doch sagen, ja, für einen persönlich ist das ein Aussageschwerpunkt? Für die Interpretation ein guter Ansatz. Es gibt also immer eine Aussagevertiefungsmöglichkeit, indem man guckt, wie ist das so in anderen Epochen? Ist es anders? Ist es gleich? Denn es soll ja zumindest im Schlussteil einer Analyse doch eine Kontextuierung, wie ist dieses Thema in anderen Epochen, wie ist es entstanden, wie wird es variiert, wie wird es hier gesehen? Das soll doch stattfinden, auch im Abitur. Nochmal diese Einsichten in Weltsichten, ein bisschen schwerpunktmäßig das Ganze, nochmal jetzt epochale Strömungen da auf der einen Seite. Ich blätter die mal alles auf, ist nicht mehr ganz gerückt. Also Barock immer schön artig sein, weil es einfach eine religiöse Weltsicht ist. Das ist eine hierarchische Gesellschaftsordnung. Anpassen, dann werde ich ja, nicht in der Gegenwelt, im Jenseits, werde ich dann belohnt. Sturm und Drang, da der Geniebegriff natürlich, ich bin der Herr der Welt, so diese Titanic-Vorstellung oder dieses Spieglein, Spieglein an der Wand, ich bespiegele mich selbst und sehe mich und ich bin im Zentrum des Denkens und Fühlens vor allem auch. Klassik, eher wieder eine rationalere Strömung, vollkommen harmonisch, schön, nach einem Ideal ausgerichtet, Harmonie mit Gesellschaft und Individuum. Ich finde mich auch mit meinem Alter ab, so Goethe vielleicht. Es ist aber immer eine selbstkontrollierte Epoche, also nichts, was ausbricht. Die Romantik, man könnte sagen, Gefühle statt Drogen für den Leser. Es soll so diese Sicht für eine zweite Welt hinter der Welt geöffnet sein, also sich selbst erweitern über Gefühle, Gedanken. Aber es ist eben immer auch diese Gefühlsschiene, die Bilderschiene, über die ich in diese zweite Welt rutschen kann. Also Welten statt Welt. Es gibt ja eine Welt für mich in der Fantasie, vielleicht in der Vorstellung. Realismus malen mit Worten, das ist in der Romantik natürlich auch angelegt, aber im Realismus geht es also darum, eine exemplarische Stimmung auf einer Wiese oder vielleicht so Husum, die graue Stadt, wirklich erfahrbar zu machen. Auf unterschiedliche Arten, also auch visuell, akustisch, ein sehr hohes Spielen mit Worten. Eine sehr wortmächtige Epoche der Realismus. Die Moderne, oh, da ist eben der Standpunkt jetzt ein bisschen verrutscht. Also wer bin ich eigentlich? Das Subjekt ist da nicht mehr so ganz klar, also der Betrachter nicht mehr so ganz klar zu verstehen. Das ist mehr so die Suche nach einer Position, die Suche nach einer Weltsicht, die Suche nach dem Verstehen der Welt. Es gibt also keine allgemeine Weltdeutung mehr. Moderne beginnt deutlich um die Jahrhundertwende 1900. Schon vorher angelegt, eben dieses Fragen, wie kann ich Welt überhaupt sprachlich noch erfassen? Das Experimentelle kommt da. Postmoderne nochmal die Steigerung, Spot an, Spot aus, irgendwo im Alltag, Shortcut, also alles rausgeschnitten oder eben ein Snapshot, so ein Bang, so ein Bild, so eine Position, aber ohne Lösung, darum geht es nicht. Und das ist eine sehr hohe Subjektivität in dem Ganzen, nicht das Dichters, sondern eben des gedachten Subjekts einer Position. Erinnerungen an die Kindheit oder wie auch immer. Montagetechnik, Berichtes wirkt manchmal wie eine Erzählung, gar nicht mehr so wie ein Gedicht. Ja. Wenn ich also definieren sollte, und es ist ja eigentlich immer so, dass man sich von dem modernen Standpunkt, also von dem aktuelleren Standpunkt rückwärts bewegt,
Dann kann man sich so ein bisschen Gottfried Benn in seinen nochmal angucken, was sagt er eigentlich, wieso Dichtung aussieht. Moderne Dichtung. Postmoderne trifft dann auch zu, das ist dann nochmal die Steigerung. Es ist so ein Mischmasch zwischen Außenwelt und lyrischem Sprecher. Also es ist so ein Ping-Pong dazwischen. Es ist eine subjektive Wahrnehmung, keine Weltdeutung. Es gibt eine subjektive Auswahl. Baue ich Metaphern, Chiffren, die vielleicht gar nicht mehr verständlich sind, oder mache ich nur Realität irgendwie? Was mache ich in meiner Dichtung? Das ist eine völlig subjektive Wahl und Auswahl und kein Prinzip mehr. Es gibt also immer die Frage, was will ich eigentlich darstellen? Welchen Ausschnitt von Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit? Und wie will ich das deutlich machen? Auch da keine subjektive Wahl und auch kein Prinzip. Gibt es wenig Adjektive oder ganz viele? Das kommt eben darauf an, womit ich spielen will, was ich zum Ausdruck bringen will. Trotzdem ist es eben so, dass eben nur bestimmte Schwerpunkte dann ausgestaltet werden. Es gibt keine Ewigkeitsbezüge oder eine allgemeine Weltdeutung. Es gibt Zeitkritik, das schon, auch Gesellschaftskritik. Gerade so in den 70er Jahren gibt es deutlich Kritikstandpunkte. Aber es ist nicht so, muss es gemacht werden. Also der erhobene Zeigefinger fehlt. Man sieht, man kann sprachlich nicht so sehr sagen, ist das jetzt ein modernes Gedicht oder nicht. Da ist alles möglich. Trotzdem sollte der Dichter, der moderne Dichter nach Benn eben bestimmte Formen der Trivialisierung vermeiden. Ja, damit eben Gedicht nicht einfach nur so ein Kinderreim ist oder einfach nur so ein Geplänkel. Also der angedichtete Gegenstand oder eben auch die Natur, der sollte bitte nicht da sein. Also es wird niemand so angedichtet. Oh, du herrliche Natur oder oh, du herrlicher irgendwas. Der lyrische Sprecher ist auch kein Weltdeuter, sondern es ist ein Wirklichkeitsausschnitt. Vergleiche mit wie sollte man auch vermeiden. Da lässt die sprachliche Spannung nach Benn nach. Ja, das gibt aber auch postmoderne Dichtungen, wo es durchaus Vergleiche mit wie gibt. Vielleicht ist es dann schon eher postmodern. Es gibt aber auch moderne Dichtungen, in denen Vergleiche mit wie sind, die durchaus sehr geschickt sind. Also gerade durch diese Kombination. Farben und flache Adjektive. Oh, ich bin so fantasievoll, das sollte der Dichter möglichst lassen, damit der Leser auch einen Deutungsspielraum hat. Was natürlich nicht heißen kann, dass man bestimmte Aspekte doch ausgestalten kann. Der von Benn sogenannte seraphische Ton, also so ein Ha, so was Heiliges irgendwie, und dieses Rausbegeben aus der Realität, das sollte man möglichst auch lassen. Es sollte schon ein, naja, es sollte eben dieses Hymnische sollte fehlen. Interessant ist in der Tat, dass Benn sich nicht zur Form, also zum Reim oder Metrum oder so äußert. Das ist auch in der modernen Dichtung durchaus möglich. Daran kann man das nicht messen. Die Form kann auch gerade ein Hinweis auf vorhergehende Epochen sein. Ich kann also vielleicht einen hymnischen Ton, könnte ich auch ironisieren vielleicht. Trotzdem sollte er dann wirklich ironisiert sein und nicht ernst gemeint. Also, das nicht. Und wenn man es trotzdem macht, dann macht es natürlich auch nichts. Dann ist es so. Dann will ich eben nicht so modern sein. Dann will ich eben für mich eine andere Weltsicht präsentieren. Vielleicht eine kontrastive Weltsicht. Zur Erinnerung. Also, man hatte ja aufgeschrieben am Anfang, was hat das Thema Lyrik im Epochenwandel mit diesem Bild zu tun? Entweder alles oder gar nichts. Sicherlich die unterschiedlichen Perspektiven. Kommt darauf an, wie man es sieht. Der feste Standpunkt, der mehr oder weniger fest ist, also vielleicht auch das Spiel mit Rollen hier, also je moderner, desto aufgelöster. Im Prinzip ist dieses Bild wie Dichtung. Man kann es so oder so sehen. Es ist also in gewisser Weise deutungsoffen. Es ist aber immer noch verständlich. Das heißt, es gibt immer noch Linien, die man verstehen kann, aber die eigenen Deutungsschwerpunkte sollen herausgestellt werden. Und so ist es auch mit einer Gedichtanalyse.